Es ist Monday. Es ist Western. Es ist Mondays for Western. Wir sind in den Heartlands. Ich bin mit General Hüpfende Schlange unterwegs. Vor mir reitet er. Howdy, Cowgirls and Boys. Ja, wir reiten mal Richtung Westen, um zu gucken, ob es was Neues gibt im Westen. Die Sonne geht langsam unter, aber umso schöner eigentlich jetzt gerade die Atmosphäre mit diesem Licht hier. Ja, Sonnenuntergänge sind immer toll in dem Spiel. Sieht klasse aus, gell? Absolut. Und auch wie das jetzt hier gerade über den Berg linst, das Licht. Aber da haben wir ja schon mal drüber gequatscht. Eigentlich gibt es keine Ecke hier im Spiel, die jetzt so ganz daneben wäre. Schön beobachtet. Oh, ein Wagen. Und haben wir uns ja überlegt, ob wir doch auch mal zu zweit mit einem Wagen unterwegs sein könnten. General, ja? Fährt schon mit? Ja, ich hink dann. Oh, ich blase ihm gleich die Lichter aus. Oh, oh. Jetzt solltest du dich aber beeilen. Ja, schnell weg hier, hey. Ja, kriegt er die Retourkutsche. Da pfeifen die Kugeln. Der General. Hinten drauf sitzt auch noch einer, ob die das wohl wissen? Ja, der reagiert oder nicht. Ob das ein blinder Passagier ist? Na, warte mal, Mann, nein. Er muss mal stoppen da. Oh. Da hat jetzt die Lichter ausgeknipst. Oh, jetzt wird der Kopfgeld aufgesetzt. Ja, General. Ja? Sollen wir die Kutsche dann übernehmen, oder? Ja, die reißen wir uns in den Nagel. Können wir zu zweit auf der Kutsche fahren, ist doch cool. Ja, die fährt jetzt aber ja, immer noch weiter. Nehme weit. Halt, was läuft? Ich hab gesehen, da sind ein paar Perlen zum Zupfen. Das mache ich geschwind. Ah, ja. Was denn? Ich guck mal kurz. Ja, okay. Dann guck ich mal nach der Kutsche. Solange du hier deine Sachen sammelst. Wo steht da? Ah ja. Ich dachte schon, die ist weitergefahren. So. Dann übernehmen wir die jetzt. Ah, na toll. Jetzt wird mir das angerechnet als Wagen gestohlen, obwohl du die angegriffen hast. Tja, das ist mal. Wer ist hier der Outlaw, hä? Naja, also ich komme mit der Kutsche. Jo, alles klar, ich hab's gleich. Wenn du so weit bist, dann können wir eigentlich mal zu zweit hier schön mit der Kutsche eine Runde drehen. Ja, ich steig auf. Dein Pferd folgt uns ja dann theoretisch und meins auch. Ich pfeife mal. Oh, Achtung. Oh. Ah, nee, bitte nicht. Ah, jetzt ist voll in den Weg rein. Ja, voll in den Weg rein. Warte mal, ich muss geschwind gucken. Oh, sorry, ich wollte noch ausweichen. Jetzt sieht's, glaube ich, sogar so aus, als wäre ich mit Absicht drauf. Oh ja. Naja. Zumindest stabile Seitenlage. Oh. Ah ja, es hätte jetzt nicht sein müssen, aber nee. Ja, ich hab's selber gesehen. Es ist dann durch mein Pfiff ist es über die Fahrbahn gelaufen. Das hat es nicht kommen sehen. Hat mich nicht kommen sehen. Ah, ich gehört, der findet unseren Wagen auch geil. Ja. Ja, los geht's. Also. Yes. Kurz hier gucken. Ja, das Pferd kann ich ja wieder beleben, aber jetzt muss ich schon geschwind trauern. Oh. Hoppala. Mandei. Zurück auf die Straße. Bis geht's viel geht, oder? Ja, los geht's mit dem General unterwegs. Im Wagen. Jaha. Wir wollten heute mal in den Stall, um zu gucken, was eigentlich jetzt ein Wagen kostet. Der hier war ja jetzt mehr oder weniger umsonst. Ja, es hat schon seinen Preis, wollte ich gleich noch kurz sagen. Denn in einem... Oh, was kommt? Ah, jetzt kam gerade die Meldung, dass ich dein Pferd überfahren habe. Echt? Das hat aber dauert. Ja, sorry, nochmal an der Stelle. Ja, ey, kein Thema. Du hättest ja jetzt auch hier kurz wiederbeleben können. Ja, wir wollen in den Stall, da kann man nämlich mal nach den Fahrzeugen gucken. Ja. Was die so kosten und ob wir da mal einen kaufen. Du Monday. Ja. Was denn? Ich weiß nicht, aber du Monday, ich werde ja doch gesucht, gell? Oh. Wegen der Wagenaktion. Oh, ich seh's. Das muss ich schon klären. Hier, mit dem Gesetz. Ja, der General wird verfolgt. Bin gleich wieder da. Das Kopfgeld ausgesetzt auf den General.
Oh, mein Kopfgeld, die Kopfgeldjäger. Sie haben mich. Tja, da hat dich der lange Arm des Gesetzes wohl zur Strecke gebracht. Ging jetzt doch schneller als gedacht, hey. Das war's mit dem General. Ja, hey, so weit, so gut. Mondays for Western mit dem General. Schön war's. Ja. Aber er hat sich leider nicht an die Regeln gehalten. Über die Strecke geschlagen. Ja, nee, er ist gleich wieder da. Ja, ich bin schon wieder hier im Spiel. Wo rennt er? Da rennt er. Yes. Und sein Pferd ist auch wieder da. Ah, toll. Happy End. Super, gell? Ich höre immer noch Schüsse. Oh, da hinten ist Rauch. Oh ja. Auf, da gehen wir direkt hin. Yes. Aber die werden angegriffen. Ja, die reden wir hier. Die sind bei immer, die beschützen wir. Los, General. Halte Kurs, Monday. Halte Karre ruhig. Ja, oder wir steigen halt ab. Oder so. Aber die Kugeln. Es wird auch immer dunkler. Wie sieht's aus, General? Ach ja. Alles okay? Ja, ja. Aber jetzt fängt's noch an zu regnen. Ich halte die andere Seite frei. Ganz dramatisch heute. Sind einige, hey. Zum Glück waren wir jetzt hier in der Gegend, da haben wir jetzt richtig Glück hier, die Reisenden. Boah, sind wir, das ist ganz schön viele. Alles packen wir, warte, ich komm. Wir sind ja auch noch ein paar am Leben, zum Glück, die auch noch schießen. Wir hätten unseren Wagen auch noch in den Kreis stellen können. Oh no, jetzt hat's dich erwischt. Aber ein Glück ist ja der General noch da. Nee, ich hat's gerade erwischt. Peinlich. Wenn wir hier da drauf gehen. Das nimmt ja die ganze Fallhöhe raus. Wenn wir dann einfach. Kannst du da rausschneiden? Jetzt trotzdem zurückkämpfen. Es lichtet sich. Na? Noch zwei. Ich nehme den hier im Lager. Kannst du ja den anderen verfolgen? Wir haben! So. Wir haben es geschafft. Ja, nicht ganz so glorreich, aber. Zwei Halunken sind wir trotzdem. Hey, wir haben die Reisende beschützt und um das geht's ja im Endeffekt, oder? Ja, genau, und jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, ein paar Sachen einzusammeln. Ist auch nicht verkehrt. Oh, Auszeichnung sogar. 5 Lagerplätze habe ich schon verteidigt. Hey, Glückwunsch! Sauber! Mal gucken, alles schön plündern. Da kann man einige sammeln, das ist wieder das Gute bei so vielen Angreifern. Da ist auch noch was. Stolz, nein. Ja, also aber als nächstes Ziel würde ich sagen, gehen wir mal in den Stall. Alles klar. Ich glaube, da war ich noch nie während Mondays for Western. Ich mache die Karte auf und verlege den Wegpunkt. Sekunde. So. Dem geht's gut. Immer geschützt. Ah, eine Tarotkarte. 3 der Stäbe, sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, wo ist jetzt eigentlich, der Wagen ist jetzt wahrscheinlich weg, oder? Ja, weil das nicht unser Wagen ist. Und nach dieser Befreiungsaktion hier gerade beim Verteidigen, sind jetzt dafür die Pferde da, aber der Wagen ist weg. Ja, ja gut. Egal. Ist das überhaupt mein Pferd? So.
So, das Lager haben wir aufgeräumt. Dann können wir jetzt hier abrücken. Ja. Ist dein Pferd auch da? Ey, ist irgendein Standardpferd. Kannst ja bei mir hinten drauf. Ja, irgendwie mein Pferd ist neu da. Das ist wieder so ein Standardpferd. Achso, dein Pferd wurde ja überfahren. Jo, dann mal kurz gucken. Ja, der Wagen ist halt weg, aber egal. Auf zum Stall. Du hast auch eigentlich einen Western geguckt in der letzten Zeit. Ja, und zwar Nevada... Joe? Nee, Nevada Smith. Ah. Also kein Italo-Western, US-Western, Nevada Smith mit dem Steve McQueen. Ah, okay. Und war was besonders? Von der Handlung her halt ein Rache-Western. Okay. Aber was mir so im Kopf geblieben ist, ist die Szene, in der er in der Wüste aus so einer Agave trinkt. Aha. Also Wasser schöpft aus der Pflanze. Sehr erfrischend. Aha. Sah das aus. Weil oft sieht man sowas ja gar nicht. Dann sind die ewig in der Wüste unterwegs, die Cowboys. Vielleicht mal so eine Feldflasche, aus der dann die letzten Tropfen rausgezuzelt werden. Ja, das hat man schon gesehen. Und das mit dem Kaktus da, das hat mir ganz gut gefallen, dass man sowas mal sieht. Survival-Tipps. Ah, und der wildeste Westen habe ich angeguckt. Sagt mir jetzt gerade auch nichts. Der, also mir sagte das auch nichts, aber das lohnt sich echt. Das ist so ein Zeichentrickfilm aus Italien. Okay. Echt ein cooler Stil. Hä? Also geht auch richtig 90 Minuten, richtig Spielfilmlänge. Der wildeste Westen. Deutsche Synchronisation, halt auch wieder richtig coole, alte Stimmen, die man so schon mal gehört hat. War gut gemacht. Muss mal reinschauen. Ja, das ist so, jetzt aber erstmal in den Stall hier zurück ins Game. Ich guck mal noch mein Pferd, wo das eigentlich abliebe ist. Jo, und ich guck nach dem Wagen. Aber ich glaube, da kommt's gerade angeritten, General. Oh, echt cool. Sauber. So, das hier der Stallbesitzer. Wie nennt man den denn? Stalljunge. Ja, hier sehen wir einen Jagdwagen und einen Kopfgeldjägerwagen gibt es. Und der kostet 875. So, da ist noch ein weiter Weg und der hier ist gerade reduziert auf 525. Okay, also noch $300. Zwei Fahrzeuge kann man haben und hier kann man noch das optische Zeug verändern vom Pferd. Aber das passt ja so. Ein weißes Pferd, der irgendwie aussteht. Und der Jolly Jumbo ist ja eigentlich auch weiß. Ja. Ja, das stimmt schon. Ah, einen Striegel könnte ich mir mal kaufen. Hast du doch keinen Striegel gehabt? Nee. Ach so? Mhm. Ja, dann wird's aber höchste Zeit, hey, da ist dein Pferd, da kannst du dein Pferd sauber machen. Und happy ist das denn auch, wenn du das immer mal geschwitzt striegelst. Ja, ich hab den Striegel gekauft. Jetzt noch hier vielleicht ein bisschen Proviant. Heu, immer gut. Ja, und dann lassen wir es mal gut sein. Jetzt muss ich ja jede Menge Geld sparen. Aber dann denke ich, werde ich mir den Jagdwagen kaufen. Ja, der ist nicht schlechter. Ich habe ihn jetzt zwar auch noch nicht, aber du kannst dann auf die Jagd gehen und das alles auf Wagen immer lagern, die Tiere. Guck mal, ich habe jetzt auch mein Pferd wieder da. Alles wieder tippitoppi, hätte sie sauber ausbeult. Ja, das war echt blöd von mir. Ich habe jetzt den Wegpunkt gesetzt und zwar auf meine Brennerei. Aha. Weil da könnte man ja da noch mal zu zweit ein bisschen Action machen. Ja, gern, ja. In deine sind wir ja nicht reingekommen, weil ich ja jetzt den Trupp gegründet habe. Also du bist ja bei mir im Trupp. Mhm, ja, genau. Wir können das aber auch gerne mal wechseln, gell? Also ich möchte hier nicht die Show übernehmen. Nee, das passt ja jetzt schon so. Ich hab's mir ja überlegt letztes Mal, ob wir das noch schnell ändern und dann gehen wir in meine Brennerei. Aber das können wir ja auch immer noch mal noch machen. Wenn das jetzt nicht allzu weit weg ist hier, deine Hütte. Nee, das ist gleich hier ums Eck, im Sub. Dann würde ich sagen, reiten wir da noch hin. Ja. Und dann machen wir in der nächsten Folge eine Mission. Oh ja. Dann kommst du da auch weiter und... Aha, ja. Aber
bisschen Action auf jeden Fall in der 30. Folge. Oh, sorry. Hey, Mann, ey. Wir hätten hier abbiegen sollen. Über die Brücke muss man gehen. Ah, solange es nicht 7 sind. Ich habe meine Hütte nämlich im Sumpfgebiet. Mhm. Das ist ein wenig anderes Aroma, wie jetzt dein Schnaps vermutlich. Ja, ich bin in den Heartlands mit meiner Hütte. Ja, da waren wir ja schon. Aber ich finde, zum Sumpfgebiet passt es irgendwie mit der Moonshiner-Geschichte. Ja, die Moonshiners. Da vom Spiel her sind die ja eigentlich auch alle immer hier, diese anderen Schnapsbrenner, Schwarzbrenner. Ja, so von der Story her, ja. Also die Nichtspieler-Schwarzbrenner. Ja, ist halt hier ein bisschen schummrig und abseits der Gesellschaft im Sumpf. Mhm. Da ist sie hier, meine Hütte. Ah, okay, ja, direkt an der Straße. Ich dachte, das ist jetzt ganz versteckt. Ja, nee, nee. Aber okay. Hier gleich, praktisch. Ja, dann rein in die gute Stube. Werde ich jetzt auch gleich hier reingehen und dann gibt's in der nächsten Folge eine Mission mit General Hüpfende Schlange für seine Brennerei. Das war cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Mondays for Westerns.